Was geht ab, Leute, und willkommen zu Inside Super League. Es ist nun soweit. Stefan Abe hat die Kadernominierung für die WM-Playoffs bekannt gegeben und eins kann ich euch sagen. Im Gegensatz zu der letzten Nominierung hat sich einiges getan. Bevor es aber losgeht, abonniert doch den Kanal, Leute, damit wir die 1000 Abonnenten voll machen, denn dann gibt's auch ein Gewinnspiel. Alle Infos findet ihr auf meinem Instagram-Channel. So, jetzt kommen wir aber zu der lang ersehnten Kadernominierung. Zuallererst sehen wir drei Spieler, die das erste Mal für die Nationalmannschaft berufen wurden. Darunter sind Doğukan Cinik, Yunus Akgün und Umut Bozok. Ich denke, zu Yunus Akgün muss ich nichts sagen. Er spielt momentan eine sehr gute Saison und ist mit eins der besten Nominierungen von Stefan Abe. Doğukan Cinik ist auch eine gute Wahl. Er ist jung, talentiert und kann ordentlich dribbeln. Ich denke, unser Mittelfeld wird davon profitieren können. Umut Bozok, ebenfalls einer, der eine hervorragende Saison spielt. 14 Tore und 7 Assists in 28 Spielen. Das, denke ich, kann sich mehr als nur sehen lassen. Und was man einfach sagen muss, Umut ist sehr torgefährlich, ist also in jeder Hinsicht brauchbarer als ein Burak, der aber ebenfalls nominiert wurde. Ja, Leute, es war auch irgendwo klar und ich denke, ihn mitzunehmen ist nicht unbedingt falsch. Mit seinen 36 Jahren bringt er nämlich einiges an Erfahrung mit sich. Davon können junge Spieler wie Yunus, Rıdvan und Co. sicherlich profitieren. Wer aber dieses Mal nicht dabei ist, holt euch schon mal die Taschentücher raus, Leute, ist Kenan Karaman. Ich weiß, ihr seid jetzt bestimmt genauso am Boden zerstört wie ich, aber Stefan Abe hat sich dieses Mal dafür entschieden, ihn nicht mitzunehmen. Ah, so ist es nun mal. Vier Namen, die das letzte Mal nicht dabei sein durften, aber dieses Mal wieder dabei sind, sind einmal Serdar Aziz, Yusuf Yazıcı, Doğukan Toköz und Enes Ünal. Ich denke, auch über Enes Ünal muss ich nicht viel sagen. Er ist momentan auf dem dritten Platz der Torschützenliste der La Liga. Wenn Stefan Abe ihn nicht mitgenommen hätte, dann hätten wir auch gleich zu Hause bleiben können. Enes Ünal ist wichtig und richtig. Yusuf Yazıcı hat mal wieder Spielzeit gefunden in Moskau und ist wieder richtig gut dabei. Ihn mitzunehmen ist auf jeden Fall die richtige Wahl. Kommen wir zu Doğukan und auch ihn mitzunehmen ist definitiv die richtige Wahl gewesen. Er ist nicht nur stabil, er bringt nämlich auch die nötige Stabilität mit ins Spiel. So, jetzt nochmal alle Spieler aufgezählt. Im Tor hätten wir dann einmal Altay Bayındır, Uğurcan Çakır und Sinan Bolat. Frag mich nicht, warum Sinan Bolat mit dabei ist. Ich glaube, der hat die letzten Spiele nicht mal gespielt. Da blicke ich selbst nicht durch. Aber scheiß mal darauf, er ist eh nur der dritte Torwart. Wie dem auch sei, in der Verteidigung hätten wir dann einmal Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Çet, Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin und Rıdvan Yılmaz. Im Mittelfeld und Sturm dabei sind Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Doğukan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun und Umut Bozok. Und für die, die es noch nicht wissen, Leute, Ferdi Kadıoğlu und Abdülkerim Bardakçı wären auch mit dabei gewesen, aber sie sind beide verletzt. Wirklich sehr schade, vor allem hätte ich sehr gerne Ferdi mal spielen sehen, aber es ist nun mal so, wie es ist. Der Kader ist trotzdem voller junger Talente und ich denke, wir haben das Potenzial, siegreich vom Platz zu gehen. Was denkt aber ihr, Leute? Denkt ihr, die Türkei hat eine Chance? Und was haltet ihr generell von den Nominierungen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Für mehr solche Videos lasst ein Like und ein Abo da. Ja, ich sag's immer wieder, aber tut's jetzt endlich. Ich verabschiede mich somit und sage ciao und bis zum nächsten Mal.